Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zu einer ganz besonderen Ausgabe der NDR Talkshow. Und wir haben die besten aller Gäste für Sie eingeladen. Freuen Sie sich auf! Der wunderbare Tänzer und Choreograf Zahle Kalay. Und der Liebling wirklich aller Frauen, Designer Guido Maria Kretschmer. Und natürlich die wunderbare Helene Fischer. Endlich an, endlich an. Du tanzt die Last von mir, immer müde, aber nie von dir. Und dreht sich meine Welt mal wieder viel zu schnell, dann steig ich bei dir aus, du fängst mich auf. Und dein Blick, und dein Blick, und dein Blick holt mich nach Hause. Überall hin, ich irr durch die Gegend wie durch ein Labyrinth. Die Straßenbahn frisst Menschen auf und spuckt sie danach wieder aus, du ziehst die Bremse und nimmst mich an die Hand, sagst leise, komm mal endlich an, endlich an. Du tanzt die Last von mir, bin immer müde, aber nie von dir. Viel zu schnell, dann steig ich bei dir aus, du fällst mich auf und dein Blick und dein Blick und dein Blick holt mich nach Haus. Yeah, oh yeah, zu viel, stoppst du das Bild. Du tanzt die Last von mir, bin immer müde, aber nie von dir. Und dreht sich meine Welt mal wieder viel zu schnell, dann steig ich bei dir aus und du fällst dich auf. Oh, oh, tanzt die Last von mir, aber nie von dir. Und dreht sich viel zu schnell, dann steig ich bei dir aus und bringst mich auf und dein Weg und dein Weg und dein Weg hol mich nach Haus. Dein Blick. Ja, super. Hey. Wir werden ja den Abend über noch den einen oder anderen Song hören. Jetzt freut das hier in deine Wurst. Ja, genau. Aber es wäre ihm eine Ehre, oder? Wenn ihr Mikrofon in deine Wurst rollt, da träumst du doch schon lange davon. Ich glaube, die Wurst wird durchdrehen. Die Wurst wird durchdrehen. Du singst jetzt seit, ich glaube, eigentlich erst seit einer Woche deine Songs, oder? Ja, das ist noch so frisch. Wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn man so ein neues Baby hat und dann, man muss ja auch erst sich so kennenlernen, oder? Ja. Also man ist tatsächlich noch ein bisschen aufgeregter als sonst und ich habe jetzt auch wirklich lange
Ich habe mir lange Zeit gelassen und dieses Album so intensiv vorbereitet und ich brenne jetzt einfach nur und ich habe einfach nur Lust, die Songs live zu singen und ich habe wirklich diesen Abend herbeigesehnt, weil ich einfach live singen wollte. Ja, ja. Ich kann dir sagen, wir haben uns auch gefreut. Und wir haben uns gedacht, wir gucken einfach mal zurück, weil du hast dich durch die letzten Jahre gesungen, kann man wirklich sagen, und uns singen begleitet an all den Punkten, wo es wichtig war. Und wir schauen einfach mal rein, was du alles geleistet hast in den letzten Jahren. Oh ja, gerne. Bitte sehr. Helene Fischer Superstar. Größer. Höher. Spektakulärer. Eine traumhafte Karriere in Superlativen. In nur wenigen Jahren ist sie zu Deutschlands erfolgreichster Künstlerin aller Zeiten aufgestiegen. Es hagelt Auszeichnungen. Helene Fischer! Helene Fischer! 16 Echos, mehr als 90 Mal Platin. Ein Multitalent, das die traditionelle Schlagerwelt entstoppt. Und alle Generationen zugleich begeistert. Mit ihr wird's modern, poppig, weltmeisterlich. Ihre Songs längst nationales Kulturgut. Und der Helene Rausch geht weiter. Neues Album, neue Tour und ganz sicher neue Rekorde. Phänomenal. Helene Fischer. Letzten Freitag ist es rausgekommen, also genau vor einer Woche. Heißt Helene Fischer. Und wir haben ja öfter mal Künstler hier sitzen, die irgendwie zufällig an dem Tag, wo sie zu uns in die Sendung kommen, ihr Album gerade rausgebracht haben. Und die sind alle, also unterschiedlich angespannt, aber alle sagen eigentlich, sie können nicht schlafen, sie sind total aufgeregt. Ja. Wie ging es dir in den Tagen davor? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so erwischt und dass ich wirklich mich wie ein Kind auch fühle. Ich habe die letzte Nacht, bevor das Album rauskam, auch wirklich schlecht geschlafen. Und so wie so, der erste Schultag steht an und jetzt geht es endlich los. Also all die ganze Zeit, die man im Studio verbracht hat, mit seinem Team gearbeitet hat, diese wundervolle Phase, die hat damit, also die beendet man damit einfach. Dann ist so der Moment, wo man jetzt wirklich rausgeht und schaut, ob das überhaupt alles so beim Publikum ankommt. Hast du dir da Sorgen gemacht? Naja, ich hab wohl überlegt, klar. Also ich habe mich eigentlich von dem äußeren Druck nicht leiten lassen und habe einfach nur geguckt, dass ich Songs finde, die zu mir passen, die jetzt, wo ich mich jetzt sehe. Und trotzdem kam zwischendurch natürlich immer mal mit, so wird das auch meinen Fans gefallen, finden die sich da wieder, spreche ich mit den Geschichten die Menschen an. Also das kann man nicht komplett ausblenden. Also ich habe schon... Deswegen sage ich ja auch so gern, das ist jetzt eines meiner persönlichsten Alben, die ich je hatte, weil... Aber es besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen Genres. Ja, also es ist wirklich alles, aber gerade Country haben wir gehört, da gibt es natürlich die Balladen, da gibt es Pop, da gibt es Elektro, also ich glaube, da findet sich eigentlich jeder. Ja, also so wie ich mich darin finde, ich habe auch gedacht, das muss doch damit auch irgendwie den Nerv treffen. Also das kann doch nicht sein, dass ich das so toll finde. Und so. Also Gold und Platin in der ersten Woche, ich würde mal sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ich kann nicht meckern. Wir sind auf einem guten Weg. Wir verbeugen uns immer so vor allen Menschen, die so viel arbeiten und damit natürlich auch vor allem vor dir, weil du wirklich einfach wahnsinnig viel gearbeitet hast. Hast du so viel geben können, weil du wusstest, irgendwann kommt ein Punkt, wo ich eine ganz lange Zeit freimache, oder kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mag ich wirklich niemanden mehr sehen, ich habe keine Wörter mehr im Kopf? Weder noch, weil ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob man das so planen kann. Also jetzt, okay, ich nehme 10 Jahre und dann arbeite ich und danach sage ich so, jetzt nehme ich mir mal ein Jahr frei. Das hat sich bei mir ehrlich gesagt so ergeben, weil ich hatte weder eine Tournee zum ersten Mal nach 10 Jahren und ich hatte kein Album. Also ich spreche vom Jahr 2016 und da habe ich mich mal, ich habe gedacht, ich nutze die Zeit jetzt einfach mal und lehne mich ein bisschen zurück. War natürlich so immer, so Mitte des Jahres dachte ich, wann geht es denn jetzt endlich wieder los? So, wie passiert so wenig? Ja. Aber habe es einfach mal angenommen. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung und das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich habe einfach in der Zeit wieder gelernt, das Leben so richtig zu genießen und mit all seinen schönen Seiten. Das also, muss man auch erst mal wieder. Ja, so blöd das klingt jetzt natürlich. Zurechtzukommen, wenn man nicht morgens um 9 schon irgendwie was auf der Liste hat, oder? Kannst du denn dann so brauchst du auch eine Weile, bis du dann das wieder schaffst, da so reinzukommen in diesen Gammelrhythmus sozusagen? Der keiner ist? Ja, ne? Doch. Ich hatte auch wirklich tolle Gammelrhythmus. Ach, ich hatte so tolle Gammeltage. Ja. Aber ja, man braucht, also
jeder Mensch ist sehr unterschiedlich. Und ich tauche sehr gerne und sehr intensiv natürlich in meine Arbeitsphase ein. Brauche dann deswegen auch dementsprechend, ich sage mal, ein paar Tage mindestens, wenn nicht sogar eine Woche, um dann wirklich richtig zu Hause anzukommen und alles wahrzunehmen. Ja. Meine Familie, meine Freunde und dann auch einen Kopf dafür zu haben, viel zu schreiben. Und ja, das bleibt dann doch ein bisschen auf. Viel zu schreiben? Also hier schreiben, telefonieren. Gehst du ans Telefon? Ja. Gehst du ans Telefon? Ich gehe zum Beispiel nie ans Telefon. Ich weiß gar nicht, wo mein Telefon ist. Gehst du dran, wenn man... Ich telefoniere viel lieber, als ich eigentlich schreibe. Also ja. ich habe viel besucht. Ich habe auch wirklich mal Hallo gesagt. Ja. So bei meiner Verwandtschaft und bei meinen Omis. Genau. Und habe viel telefoniert, aber... ich finde das so wahnsinnig anstrengend mit dem Schreiben, weil das dauert einfach so lange. Und, ja. Ja, ja, und man, siehst du, so. Gehst du ans Telefon? Ja, ich muss. Ich muss. Ehrlich? Ja, manchmal denke ich, ach, Mama ist dran, dann gehe ich natürlich ran. Aber ansonsten stellt es auch aus, aber ich, ja, mich rufen ja nicht so viele Menschen an. Nee, nee, weil mich ruft zum Beispiel keiner mehr an, weil die wissen, ich gehe. Ja, genau. Wenn ich dran gehe, sagen die immer, nein, du. Irre, du. Ja, genau. Das ist toll. Was machst du, wenn du frei hast? Ah. Was ist das Erste, was du machst? Bei mir geht es ja ganz schnell. Sofort was Schlabberiges anziehen, ab in den Garten, die Hunde nehmen und dann bin ich drin. Also, es ist wirklich das Schlabberige Anziehen. Ja, ja, das ich brauche sofort ausziehen. So, ja, und ich, die enge Hose aus, ich auch. Ja. Ja, ja. Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen. Therede, Sie haben auf Ihrem Album einen Song Ihrer Mutter gewidmet oder Ihren Eltern. Ja. Ihren Eltern. Ich konnte zweimal Gast von Konzerten sein. Ihre Mutter ist häufig dabei, guckt zu. Ich habe gerade gehört, Sie waren 10 Jahre auf Tournee ununterbrochen. Welche Rolle spielt bei einem reisenden Künstler, der so viel weg ist, die Familie? Oh, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das ist auch wirklich mein Ruhepol. Da ist alles gut. Wenn ich nach Hause komme, ist es natürlich in erster Linie jetzt Florian, weil ich lebe nicht mehr bei meinen Eltern. Aber trotzdem, wir sind in so regen Kontakt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, meine Eltern nicht dabei zu haben. Also sie sind auch wirklich fast immer da, wenn sie können und geben mir einen Rückhalt. Sie sind, ja, sie erden mich einfach ganz toll. Also da bin ich halt immer noch die Tochter und ja, ihr Mädchen. Und wenn es mir nicht gut geht, meine Mutter sieht mir das sofort an. Mein Papa auch, der ist nur ein bisschen stiller, der hält sich immer im Hintergrund. Aber es ist einfach das Wichtigste, ja, in meinem Leben. Ich versetze mich jetzt in die Rolle Ihrer Eltern. Denn das, was jetzt, glaube ich, passiert, vielleicht nehmen Sie schon mal, liebe Helene, die Position ein, die die Voraussetzung ist. Mensch, du wirst hier heute... Helene, du bist nicht zum Spaß hier. Nein? Ja, okay. Sie hören nämlich jetzt, meine Damen und Herren, in einer exklusiven NDR-Talkshow-Version einen Song, den Helene Fischer ihren Eltern gewidmet hat, eine Hommage an ihre Eltern. Und der Titel rührt mich schon. Du hast mich, also der Titel des Songs rührt mich jetzt schon. Du hast mich stark gemacht. Ja. Du kennst mich mein Leben lang. Ich bin ein Teil von dir. Du hast mich an deiner Hand auf meinen Weg geführt. Auf deinen Schultern fiel mir das Verliegen leicht. Du hast mir das Träumen gezeigt. Hast mich stark gemacht, hast mir Kraft gegeben für das Leben. Und war ich einmal schwach, hast du meinen Flügeln Wind gegeben. Ich kann 1000 Rollen spielen, einem anderen mein Herz verleihen. Doch für dich werde ich immer deine Tochter sein. Ich hab meine ersten Lieder vor dir aufgeführt. Wenn mein Herz gebrochen war, hast du es repariert. Ich fall immer noch in deinen Arm,
ich einmal den Halt verliere. Selbst am Ende der Welt kann ich deine Liebe spüren. Du hast mich stark gemacht, hast mir Kraft gegeben für das Leben. Und war ich einmal schwach, hast du meinen Flügeln Wind gegeben. Ich kann tausend Rollen spielen, einem anderen mein Herz verleihen. Doch für dich werde ich immer deine Tochter sein. Ich weiß, wir werden immer unzertrennlich sein. Den Eindruck, dass sie das auch berührt, wenn sie das singen. Ja, das ist echt hart. Wie haben aber die Eltern reagiert, als sie? Ja, ähnlich. Also sie wussten nichts davon. Ich mag das ja auch immer lustigerweise nicht so während der Entstehung, dass da irgendwer reinhört. Also ich bin da einfach so gepolt, wenn ich mitten in der Produktion bin, dann bin ich sehr fokussiert und ich tausche mich mit meinem Team aus, aber ich lasse da irgendwie komischerweise nicht so weder Florian noch meine Familie daran teilhaben und habe mir das vielleicht auch so ein bisschen aufgehoben. Ich wollte den Moment, und zwar den richtigen Moment für sie finden, und das war einfach ganz, ganz nebenbei zwar. Also ich habe jetzt nicht einen Tag ausgesucht, so jetzt geht's los, sondern ich habe ihnen das einfach erzählt, dass dann ein Lied drauf ist, dass ich beiden eigentlich widme. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass es speziell jetzt für meine Mutter ist, sondern da kann, also wenn sich mein Vater das auch anhört, dann findet er sich darin genauso wieder. Und sie waren, glaube ich, beide, also ich konnte gar nicht hingucken, weil ich habe es selber auch gemacht. Naja, das war sehr emotional. Es gibt ja eine Zeile in dem Song, wo die Mutter und der Vater immer da waren, auch wenn es mal irgendwie. Waren Sie auch da, als Helene Fischer mit 16 Jahren morgens mit der S-Bahn bei Wind und Wetter nach Frankfurt gefahren ist, zur Musicalschule? Ja. Da gab es ja wahrscheinlich auch enorme Schwankungen, was die Motivation angeht. Man hat nicht immer das Gefühl, man kommt an, man wird erfolgreich. Oder irre ich da? Naja, also meine Eltern haben natürlich am Anfang, als es darum ging, dass ich wirklich, für mich klar war, ich möchte auf die Bühne Musical machen, das war nicht ganz so einfach. Sie hätten sich natürlich für mich vorgestellt, eine solide Ausbildung und dann Apothekerin oder Ärztin. So, oder irgendwas. So, was. Aber das wurde dann schon sehr konkret meinerseits. Und irgendwann haben sie sich auch ziemlich schnell damit abgefunden und haben mich ab dem ersten Tag, als ich an der Musicalschule auch aufgenommen wurde, allein schon die Aufnahmeprüfung zu bestehen, haben sie mich auch motiviert und angefeuert und waren einfach immer da. Und naja, also sie haben einfach ein ganz großes Talent, mich nicht zu beflügeln, aber mich nicht so hochheben zu lassen, dass ich jetzt so der Star geworden bin. Sie geben mir einfach ein ganz, ganz vertrautes und wohliges und schönes Gefühl. Und ich bin immer noch die Tochter, ja. Meine Damen und Herren, bleiben wir in der Vergangenheit und schauen zurück auf Helene Fischers ersten Auftritt bei Florian Silbereisen. Oh. Und zwar vor 12 Jahren am 14. Mai 2005. Das ist ja fast auf den Tag genau. Deswegen machen wir doch die Sendung heute. Das Album ist ja nicht der Grund, das ist Jubiläum. So, stimmt ja alles. Ja, hast du nicht aufgepasst. Doch, doch, jetzt merke ich es. Komm nicht noch, Barach stehen, solange noch die Rosen blühen. Glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee, von der Brücke bis Glockensee. Drum möcht mit dir ich gehen, nach Barachin. So süß.
Da ist einiges passiert. Ne? Guido, niemand ist so kompetent in der Runde. Was sagst du zu der optischen Verwandlung? Auch Flori hat sich verändert. Total. Also, ja, in 12 Jahren haben wir uns auch verändert. Sollen wir mal Fotos angucken von vor 12 Jahren? Ja, nur die haben sich zum Besseren verändert. Absolut. Aber ich fand es schön, wie die getanzt hat. Ja. Sie sind so lange auch. Ihr seid das... Ja. Entschuldigung. Nein. Nein. Ihr seid ja das Traumpaar. Da fing ja doch etwas an. Und das wurde jetzt über die Jahre ein Traumpaar im deutschen Entertainment. Natürlich mit all den Vorteilen und den schönen Dingen. Aber wie ist es, wenn man wirklich immer im Blitzlicht ist, wenn man immer Gegenstand ist von Interpretationen, wenn ich am Bahnhof stehe und gucke, es ist so schön, Helene, die Presse in einer Woche. Dann ist entweder Barbara Schöneberger oder Helene Fischer. Kind, schwanger, alles. In einer Woche. Ja. Mager, schlimme Gerüchte, alles. Guckst du es an? Lachst du manchmal? Kaufst du es manchmal und lachst? Nee, ich kaufe auf keinen Fall. Ich unterstütze das doch nicht. Also, aber mal so drauf. Schon. Ja, so. Ja. Also wenn mich das ja auch so anstiert, dann... Man will doch mal wissen, was los ist zu Hause. Ja, vor allem, die färben mich ja auch immer... Also, die färben meine Klamotte immer ein und malen mir so Perlohrringe und so dran. Ganz schlimm. Die färben deine Klamotte? Ja. Ja, klar. Wenn ich in schwarz wäre, das geht nicht. Das muss schon schön sein. Das muss dann in rosa. Guido, kennst du das auch? Färbt man auch deine Klamotten ein, wenn du... Nee, aber ich habe vor kurzem mal klar gesehen, einer Dame, da wusste ich genau, es war grün und dann war es pink. Hieß es, sie ist fröhlich, sie will frei sein. Oh. Also, das gibt's auf jeden Fall. Klar, weil eine Farbe, wenn du natürlich fröhlich bist, dann hast du vielleicht gerade was Dunkles an. Das wollen die dann nicht. Gehst du einkaufen auf den Markt, kaufst du dir Sachen und bereitest es dann zu Hause wirklich? Ja, also, wenn ich Zeit habe, dann ist das auch für mich so eine Art der kompletten Entspannung. Und ich liebe das sehr. Also, ich beschäftige mich sehr mit Lebensmitteln und das kommt mir alles sehr vertraut vor und ich habe das schon auch alles gehört und inhaliert und so koche ich dann auch. Also ohne, dass es jetzt Shishi ist oder so Molekularküche und sowas. 2009 hast du Verstehen Sie Spaß oder bis 2009 hast du Verstehen Sie Spaß moderiert und dabei auch zum allerersten Mal Helene Fischer getroffen. Oh, das war so wunderbar. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich ganz genau. Ich weiß auch noch, wo das war. Das war in einer Stadt, in der ich 6 Jahre in einem Internat war. Kann man sich vorstellen, wie ich die Stadt kenne. Das war in der Badener Halle in Rastatt. Sie hatte ein großes Konzert. Die Halle war natürlich ausverkauft. Und wir haben sie sowas von genervt, dass ich irgendwann dachte, jetzt, wenn die dich nachher erwischt, haut die dir eine Runde. Es gibt davon ein Zeug, also wir können da Material vorweisen, die ihr Helene reingelegt habt. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Bitteschön. Das ist, glaube ich, der größte Blumenstrauß in meinem ganzen Leben, den ich jemals bekommen habe. Ich danke Ihnen. Glory, glory, hallelujah. Sie haben noch einen? Unfassbar, ich danke Ihnen. Wahnsinn, also was Sie für mich... Boah. Das Himmelreich mit dir, voll verrückt, ganz rund. Und so, Herr Kapellmeister, hier hängt heute Abend die ganze Zeit. Ich würde vorschlagen, wir probieren das nochmal. Möchtest du mich heilen? Ich muss dazu etwas sagen. Ja. Das ist jetzt sehr zusammengeschnitten gewesen. Das Ganze dauerte 20 Minuten. Oh. Und jetzt stelle man sich bitte vor, eine Künstlerin alleine auf der Bühne, 20 Minuten mit 2000 Leuten um sich herum. Und sie wusste nicht, wie geht das aus, was passiert da. Also ich habe die Helene wirklich bewundert. Man muss auch mal sagen, das Playback funktionierte nicht. Dann kam dieser nervende Kavalier mit den Blumen. Genau. Und das Mikro, da war plötzlich dieser... Die Mickey-Maus-Stimme. Ja, ich dachte wirklich, da machen mir meine Techniker einen Scherz. Und ich wusste ja nicht, man arbeitet ja als Künstler viel mit In-Ear. Und ich wusste einfach nicht, ob das Publikum das auch so hört. Und habe dann einfach immer weitergemacht. Aber es wird immer schlimmer. Also das habe ich ja so, das war ja auch noch ganz zu Beginn meiner Karriere. Da war ich ja auch noch so, erst mal gucken, wie ich überhaupt mit dem Publikum spiele. Das war herrlich. Aber das war eine gute Schule. Definitiv. Aber dann, gute Schule. Dann hat Helene gesagt,
So, Freunde, jetzt bin ich nicht mehr euer Spaßvogel. Jetzt drehe ich das mal um. Ich bin nicht mehr das Opfer. Jetzt schlage ich zurück. Und das hat sie in Verstehen Sie Spaß fulminant gemacht. Und auch dafür gibt es erfreulicherweise einen Ausschnitt. Ich heiße Melanie, okay, Melanie und streite vehement ab, dass ich Helene Fischer bin. Sie sehen aus wie Helene Fischer, gell? Echt? Ja. Schön wär's. Nichts für ungut aneinander, aber dann würde ich nicht hier arbeiten. Aber Ähnlichkeit ist da, ein bisschen. Mund. Sie haben ja die gleiche Stimme irgendwo, oder? Sie ist jünger, so wie so. Die Fischer, keine Ahnung, sie sieht... fast 40. Was darf ich denn? Wow. Aber seid mal ehrlich, sie aus wie Helene Fischer, oder? Komm, lass uns noch mal anstoßen. Irgendwo. Auf die großartige Sendung Verstehen Sie Spaß. Bring mir raus. Ich würde auch sagen. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und alles gut. Ihnen auch. Danke. Das Schöne ist, Frau Fischer sieht auch in einem Poloshirt genauso bezaubernd aus wie in einem Paillettenkleid. Bei mir ist es andersrum. Das tat dann wahrscheinlich gut, mal den Spieß umzudrehen. Ja, sehr. Das hat Spaß gemacht, ja. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich einen roten Kopf. Und jetzt, Frank, in unserem Alter können uns wir das erlauben. Jetzt lehnen wir uns zurück und freuen uns auf einen weiteren Song von Helene Fischer. Sehr mit jedem Herzschlag. Ja. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zu einer ganz besonderen Ausgabe der NDR Talkshow. Und wir haben die besten aller Gäste für Sie eingeladen. Freuen Sie sich auf! Der wunderbare Tänzer und Choreograf Zahle Kalai. Und der Liebling wirklich aller Frauen, Designer Guido Maria Kretschmer. Und natürlich die wunderbare Helene Fischer. Endlich an, endlich an. Du tanzt die Last von mir. Immer müde, aber nie von dir. Und dreht sich meine Welt mal wieder viel zu schnell. Dann steig ich bei dir aus, du fängst mich auf. Und dein Blick, und dein Blick, und dein Blick holt mich nach Hause. Überall hin, ich irre durch die Gegend wie durch ein Labyrinth. Die Straßenbahn frisst Menschen auf und spuckt sie danach wieder aus, du ziehst die Bremse und nimmst mich an die Hand, sagst leise, komm mal endlich an, endlich an. Du tanzt die Last von mir, bin immer müde. Viel zu schnell, dann steig ich bei dir aus, du fällst mich auf und dein Blick und dein Blick und dein Blick holt mich nach Haus. Yeah, oh yeah, zu viel, stoppst du das Bild? Du tanzt die Last von mir. Bin immer müde, aber nie von dir. Und dreht sich meine Welt mal wieder viel zu schnell. Dann steig ich bei dir aus und du fällst dich auf. Oh, oh, oh. Du tanzt die Last von mir. Bin immer
bei dir aus und drehst mich auf und dein Weg und dein Weg und dein Weg hol mich nach Haus. Dein Blick. Ja, super. Hey. Noch den einen oder anderen Song. Warte, jetzt hören. Freut das hier in deine Wurst. Ja, genau. Aber es wäre ihm eine Ehre, oder? Wenn ihr Mikrofon in deine Wurst rollt, da träumst du doch schon lange davon. Ich glaube, die Wurst wird durchdrehen. Die Wurst wird durchdrehen. Du singst jetzt seit, ich glaube, eigentlich erst seit einer Woche deine Songs, oder? Ja, das ist noch so frisch. Wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn man so ein neues Baby hat und dann, man muss ja auch erst sich so kennenlernen, oder? Ja. Also man ist tatsächlich noch ein bisschen aufgeregter als sonst und ich habe jetzt auch wirklich lange. Ich habe mir lange Zeit gelassen und dieses Album so intensiv vorbereitet und ich brenne jetzt einfach nur und ich habe einfach nur Lust, die Songs live zu singen und ich habe wirklich diesen Abend herbeigesehnt, weil ich einfach live singen wollte. Ja, ja. Ich kann dir sagen, wir haben uns auch gefreut. Ja, und wir haben uns gedacht, wir gucken einfach mal zurück, weil du hast dich durch die letzten Jahre gesungen, kann man wirklich sagen, und uns singen begleitet an all den Punkten, wo es wichtig war. Und wir schauen einfach mal rein, was du alles geleistet hast in den letzten Jahren. Oh ja, gerne. Bitte sehr. Helene Fischer Superstar. Größer. Höher. Spektakulärer. Eine traumhafte Karriere in Superlativen. In nur wenigen Jahren ist sie zu Deutschlands erfolgreichster Künstlerin aller Zeiten aufgestiegen. Es hagelt Auszeichnungen. Helene Fischer! Helene Fischer! 16 Echos, mehr als 90 Mal Platin. Ein Multitalent, das die traditionelle Schlagerwelt entstoppt. Und alle Generationen zugleich begeistert. Mit ihr wird's modern, poppig, weltmeisterlich. Ihre Songs längst nationales Kulturgut. Und der Helene Rausch geht weiter. Neues hat natürlich heutzutage viele Möglichkeiten, aber es klingt einfach, da wird mir jede Techniker recht geben, es klingt alles nicht so toll. Also wenn man gerade die Stadien befüllen möchte und das soll auch noch bis zum letzten Rang klingen, dann muss man mit die Handkeule dann tatsächlich noch, ist einfach am besten so. Natürlich weiche ich auch mal außer mit so einem. Und du hast Mikro. So eine schöne mit so Steinen. Ja, ich habe alles. Auf jeden Fall ist es aber wirklich echt, also das ist das Allerschwierigste, den Atem zu kontrollieren und das dann aber auch leicht aussehen zu lassen und dann aber auch die Akzente und die Energie da reinzulegen und eben den Gesang dabei nicht zu verlieren. Das ist halt, das ist ein Training. Und beides gleichzeitig, weil ich meine, also der Tanz und die Performance ist ja im Prinzip eigentlich genauso wichtig und also gleichbedeutend wichtig wie der Gesang. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt ja dann jahrelang euch wahrscheinlich fast täglich gesehen. Ja. Da arbeitet man sehr eng zusammen. Hast du gemerkt, wenn du gesagt hast, heute ist, also hat sie Stimmungsschwankungen, die Chefin? Ich habe mehr Stimmungsschwankungen als das ist definitiv wahr. Und ich muss wirklich sagen, das war immer sehr, sehr konstant. Auch unser Zusammenarbeiten wurde auch immer einfacher, weil der Draht zueinander auch immer schneller wurde. Mhm. Wir hatten dann wie so eine Abkürzung zueinander, haben dann auch so ein sehr unausgesprochenes System, glaube ich, entwickelt über die Jahre. Am Anfang war Helene noch immer direkt mit den Tänzern dabei und dann hat sie es mit den Tänzern mitgelernt. Das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass mehr sie und ich alleine erstmal, also ich habe erstmal mit den Tänzern und den Choreografen trainiert, bis die Tänzer wussten, was sie machen. Dann war ich immer Helene Fischer in den Proben. Ja, das hast du genossen, oder? Ja. Das fandst du gut. Bis dann Helene ja, war. Ja, und dann kommt Helene rein, schaut sich das mit mir auch an und dann, wenn es da was zu ändern gab oder so, da würde ich gerne das machen, gab es auch mal. Und dann sind wir meistens zusammen in den Raum gegangen für 2-3 Tage und dann
kam sie raus und war Helene Fischer. Und dann war sie eben Helene Fischer. Ja, auch nicht so. Ja. Ich bin okay, da mal hier hin. Schon okay. Hebefiguren, ist das was, wovor man Angst hat? Oder wovor man Angst haben muss? Kommt drauf an, wer eine hebt. Ja, ja, ja. Das ist, wer gehoben wird. Ja. Also ich werde ihn schmerzlich vermissen, muss ich wirklich sagen. Weil es gibt natürlich Tänzer, die sind alle topfit und die sind stark und die geben dir irgendwie ein gutes Gefühl. Aber bei Zahle hatte ich immer das Gefühl, kann mir nichts passieren, egal in welcher Stellung, also in welcher Pose wir gerade waren. Wenn ich falle, dann ist er da. Und es gab genügend Momente während den Tourneen, wo wirklich Pannen passiert sind. Und er war immer an meiner Seite. Und also ich habe mich wirklich komplett fallen lassen können bei ihm. Und das weiß ich nicht, ob ich... Wortwörtlich. Ja, er war schon in Gegenden. Das heißt, es gibt auch mal Abende, wo mal was passiert, was anders ist als sonst, anders als es sein soll. Merken das die Leute, ist mal was passiert, was die Leute wirklich merken? Oder ist das nur dann unter euch, dass ihr gemerkt habt, oh, das hätte jetzt... Also ich, ja, natürlich so die... Also Fans, die Konzerte mehrmals sehen, die merken das schon. Aber wir sind natürlich, wir versuchen immer so professionell wie möglich das Ganze fertig zu bringen. Aber natürlich schauen wir uns dann mal an auch. Und gab es schon sehr schöne Momente, ja. Zum Beispiel? Ach, da platzte mir ja. Dann... Also es gibt ja diese Hebefiguren, die dann entweder toll gelingen, weil ich aber dann auch vielleicht schuld, weil ich bin nicht richtig abgesprungen, wie auch immer. Und ich sitze dann einfach auf seinem Gesicht und mit meinem Allerwertesten oder mit meinem, also alles, ne? Und auch lange, weil es seine Schlusspose. Ja, das auch. Und er ist ja. Und jetzt die Arme weg. Das ist doch schön. Wir gucken uns mal an, wie das aussieht, wenn ihr zusammen probt, weil wir haben tatsächlich ein paar exklusive Bilder aus dem Probenraum. Wenn du kommst, beginnt das Fieber, woran mein Herz schon fast zugrunde geht. Fieber, Fieber ohne Ende, wenn du mich einmal küsst. Typischen Helene Fischer Move, wo man jetzt so sagt, wenn man den kann, dann kann man. Also, kann man ich sag immer, es gibt den Zahle Move. Den habe ich dann übernommen. Also. Wie ist der Zahle Move? So, boah, da knackt jetzt alles bestimmt. Yeah. Also Vorzug, ja. Oder ist es, sie hat es mehr Seiten? Es gibt verschiedene Variationen. Ja. Hängt davon ab, was du damit erreichen möchtest und wen du damit auch ansprechen willst. Ja, ich weiß gar nicht, ob es dafür noch ein Publikum gibt. Also es gibt natürlich den kleinen über die Seite. Wo du so, das ist so eine, eher so eine Schlusspose. Ja, ja, klar. Also, die habe ich drauf. Ich mache sie manchmal schon davor. Sehr gut. Helene, ja. Das Leben sieht immer perfekt. Alles, was wir hier sehen, ist ja das Ergebnis des Trainings vorher. Was können Sie denn nicht? Das fällt mir gar nicht ein. Also, ich bin totaler Zeitchaot. Das kommt ja, also gerade in meinem Beruf ist das nicht gerade förderlich. Ich kann nicht stricken, ich kann... Du kannst nicht stricken? Nein, sorry. Da kommen wir aber jetzt drüber weg. Das wird mir gar nicht mehr eingefallen. Also, Aber kannst du auch Sachen, also gibt es auch tänzerisch einfach Sachen, wo du gesagt hast, das will ich nicht machen oder das ist mir irgendwie too much? Klar, also vor allem, ich tanze ja immer mit hohen Schuhen. Das ist natürlich, auch noch im Proberaum ist immer alles toll mit Sneakers und dann kann man fetzen und alles. Und dann ziehe ich die Schuhe an und alles ist anders. Ja. Also da gibt es so ein paar Moves, sage ich mal, die liegen mir einfach nicht so. Also man kann mich dahin trainieren, aber es wird nie so organisch aussehen. Also ich kann es jetzt gar nicht vormachen. Mach das. Also nee, weil dann kann ich es ja auch nicht. Nee, ja. Also wir dachten uns, wenn wir jetzt schon mal eine begnadete Tänzerin und einen begnadeten Choreografen bei uns haben, dann wollen wir ein bisschen einen kleinen Teil davon abhaben. Frank Elstner und ich würden uns hier gerne zurückhaben. In Ordnung. Also wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Dieser Teil, Sie haben auch Glück, ja, Herr Michael. Dieser Teil bleibt draußen. Aber wir würden jetzt mal mit euch die kleine, kurze, atemlos Choreografie machen. Ihr könntet den Refrain erst mal vortanzen und wir würden dann zur Strophe dazukommen.
nicht wahr, Guido? Wir machen es auf jeden Fall. Ja. Unser Arzt hat uns das ja verboten. Ja, oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, da ist die Nora drin. Kann das sein? Da ist die Nora. Kennt ihr drunter? Ich sage immer, ich bin nicht Conchita Wurst und auch nicht Thomas Anders. Du bist Zahle. Ich bin Zahle. So. Okay. Atemlos. Warte ganz kurz. Atemlos, gerade durch die Nacht. Klar, klar. Genau, so geht das dann. Okay. Weißt du noch? 5, 6. Warte mal. 7. Was? Also wir haben das Original zusammen das letzte Mal vor 2 Jahren gemacht. Guido, guck genau hin. Ja, ich. Lieber Gott. Das ist hart jetzt zu viel. Ja, ja, ach, das ist das nicht ein bisschen übertrieben jetzt gewesen gerade? Mehr ist mehr. Mach doch mal was Ruhiges. Oh Gott. Du kannst es besser. Hier haben wir. Und dann haben wir. Schnell. Und das war nicht. Das musste passieren. Das macht jetzt nur Wasser. Wir haben so viel Wasser. Ich war auch früher in der Gastronomie tätig, das ist gar kein Problem. Aber ja, das ist bei allen Choreografen so, dass man in der Gastronomie auch tätig ist irgendwie. Aber dann eben auf, du hast es dann anders als alle anderen ja auf die große Bühne geschafft. Was müssen wir jetzt in der Strophe können? Okay, Herr Schubeck. Herr Schubeck, bitte. Ja. Yeah. Okay. Du auch. Okay. Okay, ganz einfach. Wir fangen mit beiden zusammen das kriegt man selten. An. Wer aus dem Publikum mitmachen möchte, kommen Sie ruhig. Ja. Sie können. Nee, keiner. Wir haben genug, okay. Wir machen alles, was ich will. Ach so, oh, das kann ich so. Bist du. Ist da. Das. Ja, aber mit so einem kleinen Herfen. Ja, also nochmal. Und wir haben alles, was ich will. Ist da. Da große Freiheit? Freiheit? Große Pur. Pur. Ganz nah. Und dann ganz zum Schluss, dann wieder so, als wären wir total hungrig, als hätten sie super Hunger. Okay. Nein, wir wollen hier. Ja. Nicht weg. Oh, das bezieht sich auf den Text auch noch. Nicht weg. Das kannst du. Super. Ja. Also, wir haben, okay. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Okay. Auf mein Haar. Okay, ich glaube, wir haben sogar die Musik vorliegen. Ne? Na klar, ich hab's drauf. Okay. Alle haben es. Ich hab's ja auch noch nicht mal. Das ist jetzt falsch. Ich sag immer, wenn du es kaputt machst, dann machst du es nicht. Wenn du es kaputt machst. Ich kann euch sagen, wenn ich mit 85 auf dem Sterbebett liege, an die Szene werde ich mich erinnern. Aber ehrlich gesagt, und dann milde rüber. Es geht viel um Haare. Es ist nur Haare. Ganz viel Haare. Aber Charlie, jetzt mach es los. Ich meine, ich entnehme ja den Äußerungen von Frau Fischer und auch deinen eigenen. Du hast dich beruflich... Du bist ja nicht mehr auf der neuen Tour dabei, weil du bist nämlich ja jetzt in der Jury von Dance, Dance, Dance. Das wird weitergehen im Herbst. Genau. Und überhaupt, ich glaube, wir buchen dich jetzt auch. Ja, ich bin jetzt schon mal da, ich bleibe auch länger, gar kein Problem. Ja, ja tatsächlich. Ich habe mich vor 2 Jahren dazu entschlossen, mit dem Tanzen aufzuhören beruflich, weil es ist einfach sehr anstrengend. Und und mehr ist mehr. Und ganz ehrlich, eine große Entscheidung davon war auch, als ich mit Helene gearbeitet habe und als wir diese Riesenstadion-Tournee gemacht haben und als ich mit ihr diese riesengroßen Momente erlebt habe. Mehr geht und nicht nur, ich habe wirklich gedacht, mehr geht einfach nicht. Und was so, also, und ich persönlich gebe so viel einem Künstler. Ne? Ich stehe wirklich 24 Stunden zur Verfügung und allem. Und ich dachte einfach, das wird nie wieder so. Ich finde nie wieder jemanden so, der das so annimmt. Und deswegen war das so dann ein ganz organischer Moment, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt hier fertig. Und dann wirklich wie durch Zauberhand hat sich dann Dance, Dance, Dance entwickelt. Und wie gesagt, wir gehen jetzt im Herbst in eine zweite Staffel. Ja, fantastisch. Also wir sehen dich in guten Händen. Das ist uns wichtig. Toll, dass du mit uns
getanzt hast. Danke, Thale. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und du kannst jetzt hier im Sitzen bleiben, auch im Sitzen ein bisschen mittanzen vielleicht. Vielleicht fällt uns da ja auch noch eine Choreografie ein. Ich würde sagen, irgendwas mit Haaren geht auf jeden Fall immer. Ja. Nee, aber jetzt musst du wieder ran. Ja, ja, ja. Wenn Männer mit Gitarre kommen und die Mikrofone reingetragen werden, dann könnt ihr sicher sein. Wir hören noch einen Song von Helene. Und das Tolle ist... Stopp, hier hängt hier... Ja. Ist es ja, wir lassen es hängen. Jetzt schon, guck, ich bin mal da. Der ist wieder da. Ja, ja. Er ist da, er hilft. Was? Oh, es hat sich ausgestöpselt. Na ja. So aber hat er das immer gemacht bei mir. Ja, ja. Oh. Das ist so wichtig, oder? Ja. Dass man weiß, wenn man zu jemandem aber sagt, kannst du mal gucken, dass nicht jemand sagt, was, wo, hier, da rein? Ja, ja, stimmt. Jetzt habe ich zwar keinen Ton, aber es ist nicht so. Nein, es kann nicht sein. Warte. Nein, ohne Ton. Ist es aus, irgendwie. Ohne Ton wäre es halt schade. Ist das ja, das können wir ja so machen. Ehrlich? Okay. Nee. Hm. Na ja, kriegen wir hin. Ich habe hier auch zu viel. So, wir singen. Okay, also wir singen. Pass auf. Wir haben gerade eben ja schon darüber gesprochen, dass dein Album aus allem besteht, was man sich nur wünschen kann. Von Pop bis Schlager bis Country. Und jetzt kommt einer meiner persönlichen Favoriten. Das heißt Mit dem Wind. Und es geht wieder um Country-Musik. Und darauf freuen wir uns. Oh, Country mit Helene Fischer. Ja. Die Landschaft zieht vorbei, aus den Boxen hören wir unsere Lieblingsband. Das Navi ignorieren und eine Ausfahrt nehmen, die wir noch nicht kennen. Es zieht uns dahin, wo das Leben spielt. Die Straßen frei, der Weg ist unser Ziel. Sonne steht so hoch wie nie, wenn alles Gute vor uns liegt, dann ziehen wir mit dem Wind. Egal wohin, egal wie weit, an jedem Ort zu Hause sein, komm, ziehen wir mit dem Wind. Schon neues Land beginnt. Der Sand in unseren Schuhen trägt uns dahin, wo die großen Wellen sind. Gravieren uns den Moment in unser Herz. Wir segeln los, da wartet so viel mehr. Die Sonne steht so hoch wie nie, wenn alles Gute vor uns liegt, dann ziehen wir mit dem Wind. Egal wohin, egal wie weit, an jedem Ort zu Hause sein, komm, ziehen wir mit. Jeden Sturm gemeinsam, wir teilen jedes Hochgefühl, ganz egal, wo wir am Ende stehen, der Weg war immer unser Ziel. Und wenn die Tage sich auch gleich anfühlen, dann brauchen wir doch gar nicht viel, nur ein kleines bisschen Fantasie. Sonne steht so hoch wie nie, wenn alles Gute vor uns liegt, dann ziehen wir mit dem Wind. Oh, oh. Egal wohin, egal wie weit, an
Der letzte Song für heute Abend, Lieb mich dann, Helene Fischer. Und ich freue mich, wir sprechen jetzt endlich mit Guido Maria Kretschmer. Hallo.
ein schöner Abend, gell? Ja, es ist so schön. Ja, ich bin ganz beseelt, weil so viele gute Leute da sind. Ja, ich merke das, wie du immer neben mir sitzt und sagst, ist sie süß. Nein, das ist das Größte, muss man sagen. Ich habe ja in jedem, eigentlich der da war, was gefunden, was auch mich bewegt. Das muss man ja sagen, als ich Helene hörte mit ihren Eltern, da sind mir auch fast die Tränen gekommen, weil man ist ja nicht das, was man ist, ohne jemanden, der dich auf den Weg bringt. Oder man ist auch nicht der, wenn man nicht mutig ist manchmal und rennt oder wenn man immer gut zuhört oder wenn man eben halt aufpasst, dass man merkt, die Natur hat Kraft oder was findet, was einem gefällt oder bei dir, dass man schöne Jahre schmeißen kann. Ich glaube, es gibt so, und auch darüber hinaus zu wissen und zu sagen, jetzt habe ich irgendwas erreicht, was das für einen Mut braucht, finde ich, zu sagen, das wird vielleicht nie größer werden. Und das kriegt meinen vollen Respekt, deswegen dachte ich, was für ein schöner Abend. Also, absolut. Finde ich interessant, weil du gerade über Zahle sagst, er hatte was erreicht, wo man da merkt, jetzt geht's nicht mehr. Denkst du manchmal, wow, bei mir geht auch irgendwie vielleicht nicht mehr? Oder lebst du gar nicht so, dass du dich so bespiegelst und beschaust die ganze Zeit? Nein, ich lebe sehr reflektiv mit mir, aber ich bin gar nicht so, was ich denke. Also wenn ich manchmal noch lese Karriere, denke ich, ach nee, das machen doch die anderen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so alles erreicht habe oder so. Ich merke schon, dass ich gut auf dem Weg bin, dass ich alle Träume, die ich hatte, dass ich das gut machen kann und dass ich... Aber ich bin, bei mir ist halt immer der Mensch das Wichtigste. Und ich weiß natürlich, dass ich einige Talente habe und bei vielen Sachen gar nicht geahnt habe, dass ich das jemals leben kann. Mhm. Aber das ist natürlich schön, wenn es dann kommt. Aber ich bin doch jemand, so ein Menschenmensch. Und ich bin natürlich auch, darf man nicht vergessen, ein sehr, wo wir auf Meditation sprechen und so. Ich bin natürlich auch irgendwie ein gläubiger Mensch. Das darf man auch nicht unterschätzen, weil ich jemand bin, der sehr wohl weiß, wo mein Platz ist. Und ich, wenn es zu viel wird, so, dann denke ich, ach, Guido, geh zurück in den Garten, dann bin ich wieder ruhig. Und wenn es zu laut wird, dann denke ich, ach... Ich komme nicht aus einer Welt, wo man immer Applaus bekommen hat. Mhm. Ich habe immer gesagt, mein erster Scheinwerfer, das war mein kleines Licht meiner Nähmaschine. Als das anging, dachte ich, oh, guck mal, da ist er. Und ich habe mein Leben lang gehabt und ich bin nach Spanien gezogen, dieser kleinen Nähmaschine, und dachte, damit kann ich alles werden. Ist auch genauso geworden. Dann hatte ich irgendwann einen Wasserschaden in Spanien. Ist die Nähmaschine kaputt gegangen und dann stand die in meinem Atelier und die war wirklich nicht mehr zu retten. Und eine ganz liebe Freundin, meine Freundin Gabi Decker, die hat mir jetzt gerade zu meinem Geburtstag, schenkte die mir, weil ich gerade Teil meines Ateliers, also so nur mein Unternehmen gerade auch neu strukturiere. Das ist ja auch ein Ding als Unternehmer. Ich bin ja auch Unternehmer. Und wenn man so einen Traum hat, als kleiner Junge, dass das mal groß wird und irgendwann steht man in seinen Hallen, die ganzen Mitarbeiter, dann dachte ich so, man muss auch wissen, wann man neue Wege gehen muss und irgendwie es anders organisiert. Und dann hat diese Freundin von mir, Gabi, gefragt, kann ich mir aus dem Atelier noch Stoffe und so holen? Ich habe gesagt, Gabi, hol, was du brauchst, bitte, nur zu. Und dann hat die aber diese alte Nähmaschine gefunden, hat mir die jetzt geschenkt, hat die reparieren lassen. Und das war ein großer Moment für mich, weil ich dachte, die war verloren. Ich habe gar nicht mehr an sie gedacht, wenn ich ehrlich bin. Und da war die auf einmal wieder da und dachte ich, wie schön ist, wenn so ein Kreis sich schließt. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht, wenn man sagt, so stolz oder so, dann ist es das, dass ich gewusst habe, als ich das erste Mal da saß, dass das mein Leben auf den Weg bringt. Und das ist, glaube ich, bei euch allen irgendwie auch, bei vielen Menschen, die sitzen genauso. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, aber ich bin mir ganz sicher, dass bei all den Menschen, die Musik hören, die zuschauen, die lesen und merken, dass sie wieder fit werden oder gesund und sich freuen, dass du so schön dabei bist, dann ist es eben so, gut essen, dass man dann eben auch eine eigene Geschichte hat. Und das relativiert doch schnell dann dieses Gefühl von, hurra, ich kann alles so. Deine Mitarbeiter haben gesagt, es wäre Wahnsinn, dir beim Leben sozusagen zuzusehen, weil du so bewusst mit vielen Dingen umgehst und eben auch zwischendurch so sagst, ach, der Baum, wie schön dieser Baum ist und so, ja. Also das heißt, es muss nicht jeden Tag die Diamanten regnen. Nein, ich bin eher bescheiden. Also ich glaube sogar, ich könnte viel mehr Gas geben, aber ich bin nicht so konditioniert. Ich freue mich so über so Kleinigkeiten. Also ich kann, das Frühling wird und grün, und ich kann mich über Menschen extrem freuen. Aber wie schön ist das? Ich muss nicht besitzen. Wie schön ist das? Du musst nicht besitzen, aber vielleicht auch, weil du besitzt. Nee, das war aber auch früher schon so. Ich habe gemerkt, das habe ich auch nicht gewusst. Es hätte ja sein können, dass ich irgendwann denke, hurra, ich brauche jetzt alles. Also ich brauchte schon Freiheit. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich wusste irgendwann bei der Bank, als ich das erste Mal da stand und sagte, hallo Freunde, ich möchte mein Unternehmen machen, da haben die mich da wirklich abblitzen lassen. Ich glaube, die haben mir wirklich das Leben extrem schwer gemacht. Also da hat nie ein Banker an mich geglaubt. Erstaunlicherweise heute, wo die denken, hallo Herr Kretschmer, kommen Sie doch mal, traue ich denen immer noch nicht so richtig, weil ich denke, wer mich damals nicht wollte, so, ne? Und ich habe gemerkt, dass ich, was mir wirklich richtig Freude macht, das ist so Freiheit. Und dass ich so manchmal sagen kann, okay, das mache ich jetzt. Ich habe immer so ein bisschen, nicht schlechtes Gewissen, aber ich habe immer so ein bisschen, dass ich denke, ach Guido,
bleib mal. Nicht übertreiben. Nee, nicht übertreiben. Das ist nicht mein Das Weg. Würde mich noch mal interessieren. Hast du einen Wunsch? Also jetzt nicht Gesundheit und Freunde und so, sondern auch mal so einen Wunsch, wo du jetzt so sagst, das, davon habe ich mein Leben lang geträumt und das habe ich mir irgendwann verwirklicht? Puh, also, nee, das kann ich jetzt pauschal sagen. Also ein Haus oder so, dass man so viele sagen, ja, ich will einfach mal ein Haus und einen Garten haben und da einmal ums Haus drumherum aber laufen können. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was Guido meint mit Freiheit. Und das kann man sich eben nicht, nicht kaufen. Und das in der Tat sehne ich mich ganz oft nach diesem Moment, wo es dann einfach mal still um mich wird. Und das hatte ich jetzt eben genossen. Und merke aber, dass man davon auch ein bisschen ab... Also, dass man danach sich so sehen kann, dass das fast schon mehr eine Droge sein kann, wie jetzt ständig auf die Bühne zu müssen, weil das ist so ein, das Schönste, also eigentlich ist mein eigentliches Leben daheim und da sich ja, breit zu machen sozusagen im Leben und dann ist es ein wundervolles Hobby und ein ganz großes Geschenk, das ich haben darf, auf die Bühne zu gehen, Menschen Freude zu bereiten, aber das ist nicht alles für mich so und das ist so ein Stück Freiheit, das ich dann jetzt auch immer mehr zu schätzen weiß. Und ja, wenn es das ist, dann nehme ich es. Ja. Stefanie, als du eben vielleicht Guido zugehört hast und er so, was ich so wahnsinnig liebenswert finde und sympathisch, sagt, Mensch, ich kann mich über einen Baum freuen oder innehalten, über so die Kleinigkeiten. Was ist für dich so ein Glücksmoment, an den du dich erinnerst, aus der vielleicht jüngeren? Na, das ist, also auch wenn ich es dann gar nicht realisieren muss, also bis jetzt der größte Glücksmoment überhaupt. Aber ich kann es noch gar nicht so richtig verarbeiten. Und die kleinen Glücksmomente so im Leben, das ist eben... Essen leider, echt. Essen? Ja. Stehe ich auch. Da hast du ja jeden Tag dreimal Glück, sozusagen. Gute Gespräche beim Essen, idealerweise. Der Kombination. Es ist ja auch runterschlucken, finde ich. Es ist ja schön, ich finde Essen so toll, sagen ganz viele Leute, sagen, ich finde Essen super, aber die schlucken, glaube ich, nicht. Ich kenne so viele Menschen, die lassen so viel stehen und ich denke immer, ach, iss auf, das ist schrecklich. Aber ich habe die ganze Zeit, als du vorhin gesagt hast, so, dass es, wenn es, was alles möglich ist beim Essen, ich denke mal, ach, wenn ich so mal irgendwo hinkomme und rieche auf mal, dass so eine Mutti Frikadellen macht bei uns in der Gegend, denke ich mir, ach, Mittagszeit. Dann denke ich, das ist toll, dass ich das rieche. Dann denke ich nicht, ach Gott, wie viel Nährwert hat das? Ich meine, ich weiß auch, dass eine Tomate was kann, aber ich denke dann, ach, schön, dass sie da ist. Also, ich esse die Tomaten auch ohne Kurkuma. Zum Beispiel. Ich mache ja auch immer Heilfasten. Ich mache einmal im Jahr Heilfasten, immer Ayurveda, wenn es geht. Weiß auch, und ich finde dass Kurkuma eine Tomate wunderbar, was kann. Kurkuma, das ist wirklich für mich ein schwieriges Gewürz, weil ich dachte, morgens machst du einen süßen Saft und so, aber das klebt auch alles gelb. Das ist, ich finde Kurkuma so schwierig zu essen. Okay, im Reis finde ich es gut, auch im Gemüse, aber also morgens denke ich immer, Kurkuma ist schwer. Also, ich hatte sogar meine gelbe Powdermassage. Was hattest du? Du, ich war in Indien im Ayurveda-Zentrum und da hat er zu mir gesagt, do you want to lose weight? Und ich habe gesagt, of course I want to lose weight. Hat er gesagt, you can take the yellow powder. Und ich habe gesagt, okay, das war Kurkuma mit Hirse. Das kostet wirklich 1.000 Euro extra. Ich lag da neben so einer Russin, die hat an mir rumgemacht. Ich war in diesem gelben. Und da habe ich irgendwann nach 14 Tagen, ich war also, glaube ich, 3 Wochen im Ayurveda und dachte, okay, ich habe auch nichts gegessen. Aber ich dachte irgendwie, aber richtig anders wird das auch nicht. Da sagt sie ihm, do you really think this works with Kurkuma? That people think yes, some people no. Und da wusste ich, also, ne. Und ich saß immer, ich hatte alles Geld, wirklich alles Geld. Ich hatte so eine wunderbare, ich muss sagen, ich habe von einer Freundin eine Erstausgabe geschenkt bekommen, vom Flaubert. Ich habe mich so auf das Ding gefreut. Ich habe gelesen, das Buch ist versaut. Ich habe nur Kurkuma gehabt, überall. Deswegen, also ich finde es schön, dass es das tut, aber ich möchte das nicht immer wissen. Weil ich glaube, dass manchmal Leute auch einfach nur essen müssen. Und ich glaube, jede Hausfrau wird euch jetzt auch denken, ach du Scheiße, ich mache alles falsch. Das ist ja nicht so, weil du denkst, komm, ich mache auch Fett rein. Und denke, ich habe auch mit dem Pinsel gelernt. Aber ich finde, mit dem Fett ist es irgendwie, denke ich, ach komm. So, deswegen, ich schuss auch aus. Ja, ich denke, manchmal denke ich noch, ach komm, schuss, mehr freuen sich alle. Ich weiß nicht, also leider ist es, aber es hat eben natürlich. Das schönste, das größte Kompliment für uns ist, wenn ein Teller schön abgegessen ist. Du merkst genau, ob einer das reingeschlungen hat und ist der Teller leer. Oder du merkst genau, ob einer leidenschaftlich dieses Gericht gegessen hat. Diese Spuren auf diesem Teller. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Schau den Teller an, dann. Ja, aber dann ist er vielleicht nicht ganz geworden. Ja. Leidenschaft beim Essen ist was Besonderes. Ja. Es gibt ja die Schlinge, die machen den Mund auf und schieben rein. Und dann gibt es die einschlafen beim Essen. Die wissen, wenn sie sagen, was hast du gegessen? Also, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, Suppe. Und dann gibt es eine, die sich konzentrieren auf das und das einfach. Das ist unser Applaus. Das ist unsere, verstehst du, wenn jetzt einer mit Leidenschaft und Genuss das genießt, was, wo so und so viele Hände in der Küche da sind. Ich werde jetzt machen, ich werde immer das drauflegen. Auf den Teller ziehen, jetzt einmal so. Ja, genau. Und dann eine Leidenschaft.
wissenschaftliche Spur hinterlassen. Genau, genau. Wir haben natürlich eine kleine Aktion vorbereitet, von der ich mir denken könnte, dass du sie vielleicht schon öfter mal in deinem Leben gemacht hast. Aber trotzdem wollen wir es nicht vermissen, sie heute mit dir auch zu machen. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet, die wir gerne zeigen würden. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau kommt. Bestimmt, aber was habe ich angehabt oder so? Nicht. Toll. Ich glaube, so, eher andere. Wir. Ach, ja. Ja, ach, die anderen. Ja. So. Wir gucken mal. Ach, oh. Wir gucken mal, weil du bist ja natürlich jemand, der natürlich auf den Punkt sehr gut sagen kann, was war gut und was nicht so gut. Das finde ich den Kracher. Das ist der Kracher. Ich meine, wenn du so gut bist wie Helene, kannst du alles machen. Ich würde es genauso tun, ehrlich. Ich würde es knalleng tragen. Wenn ich so eine Figur hätte, ich wäre ja auch im Body gekommen. Und ich finde, ehrlich, ganz ehrlich, ich würde es machen. Ehrlich, ich würde bauchfrei kommen. Ich meine, ich finde das wunderbar. Und ich muss wirklich sagen, weil... Ich habe dich auch im Konzert gesehen. Das war ein Bomben-Outfit. Wirklich, das hat Knall gemacht. Das weiß ich noch. Ja. Da bin ich wirklich, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Da kannst du als Frau auch, da kannst du noch so trainieren, da kannst du nicht mehr mitmachen. Da weißt du, okay, das ist jetzt Helene, wir müssen weitermachen. Genau. Ich glaube, das ist wunderbar. Und da sagen auch Männer, oh Gott, das kriegt meine Frau auch nicht hin. Also ich finde es wunderbar. Da muss man natürlich sagen, das war ein harter Tag. Ich meine... Das bin jetzt ich. Das bist du. So. Aber das ist eben dann der Unterschied. Aber... Ich kann das zum Beispiel Regen nicht auf dem Kopf haben. Das bin ich. Ja, und rate mal, genau, wo. Beim Eurovision Song Contest auf der Reeperbahn. Wenn der Regen waagrecht kommt, Schatz, und es 7 Grad hat. Das ist aber das, was dich so liebenswert macht, dass du alles kannst, sogar im Gummi. Also es ist wirklich wunderschön, weil du machst es eben in Gelb und schön. Immer Gummi auf der Reeperbahn. Ja, genau. Und du weißt genau im richtigen Moment, was man tut. Und ich denke, jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich natürlich Stefanie so liebe, was dir gefällt. Ich mag sie so sehr. Und wir haben uns getroffen bei so einem Abendessen. Und da war ich, klebte ich an ihr wie Patex. Und ich finde, du bist so schön und so wunderbar und jetzt auch noch so Songwriter. Ich finde dich toll, dein Vater, ich. Also, ich finde es wunderschön. Nein, ganz toll. Ich würde auch sowas. Ja, da muss man sagen, da denkt man, da weiß man auch, Helene irgendwo, die russische Seele ganz weit ruft, Heimat, ne? So ein bisschen. Oh wow, das war 2000. Es kommt jetzt bald wieder, der Bob, muss man sagen. Ne? Aber da sahst du ein bisschen fülliger, kann das sein? Du, das war alles mehr. Okay, da aber ich von allem etwas mehr. Da muss man sagen, war viel los. Da muss man sagen, ist das Barbara? Das bin ich? Das ist, finde ich, ein bisschen viel. Das, ist, das war in Wien bei der Romy, bitte. Da ist es in Wien, ist man gerne ein bisschen barock unterwegs. Das ist aus wie so eine Millionärin aus Texas. Eine Ölmilliardärin, eine Milliardärswitwe. Aber selbst für Donatella sozusagen. Könnte ich mir vorstellen. Donatella wird. So, bitte, nächstes Bild. Der Golflehrer wartet schon. Nee, aber ist toll. Oh Gott, das bin da. Oh Gott, wie süß. Ich bin ganz schnell. War das kurz der Wendy? Das bleibt in der Lage stehen. Ich nehme auch ein Bier. Genau. Ja, aber es ist. Das tragen manche immer noch und so. Guido hat gerade gefragt, ist das kurz nach der Wende? Ja. Nee, das war wie so ein... Da war ich 9. Ja, auch das war die erste Pressekonferenz. Ja. Aber Helene, du bist immer, ich freue mich immer, wenn es abends eine Veranstaltung gibt, wo Helene kommt, weil dann sagt man immer, dann kann man endlich mal wieder sehen, wie gut man aussehen kann. Lässt du alles machen oder lässt du viele Sachen machen? Ja, das sind natürlich dann so Auftritte, Tourneen und so, da wird immer alles geschneidert. Das muss ja auch mitgehen. Ne? Also diese und was machst du mit den Sachen? Die behalte ich und habe dann so einen kleinen Fundus jetzt mir eingerichtet. Einen kleinen Fundus ist gut, man wahrscheinlich. Man muss ja auch mal sagen, das ist ja auch schon ein wilder Fummel. Also meine, wenn das jetzt die Falsche tragen würde und nicht richtig tanzen und singen könnte, würdest du denken, was hat die denn an? Aber dir macht das natürlich Sinn, das muss man auch mal sagen, das ist für fortgeschritten. Wow. Das übrigens auch, würde ich sagen. Das bin schon wieder ich. Findest du nicht, dass die Auswahl meiner Fotos irgendwie... Absolut, weil da bist du immer so gut angezogen. Noch ja, immer. Ich weiß auch nicht. Ja, da habe ich für Frank Elstner, muss ich sagen, aber gesungen. Aha. Meine Mutter hatte mal so einen Anzug. Ich würde gerne auch mal Frank die Gelegenheit geben zu sagen, du bist immer sehr klassisch adrett gekleidet. Kaufst du selber die Anzüge oder hilft deine Frau dir da etwas? Oder? Also ich werde hin und wieder von meiner Frau beraten, aber es ist nicht so, dass sie jetzt mit mir einkaufen geht. Ich habe mich daran gewöhnt, immer eine Krawatte anzuhaben, aber ich kann die auch ausziehen. Also für mich ist das, was man anhat, nicht so wichtig. Zu Hause latsche ich im Trainingsanzug rum. Sobald ich nach Hause komme, habe ich erst mal Trainingsklamotten an. Der Frank hat mir seine letzte Krawatte geschenkt. Weißt du das noch? Ich war der letzte Gast in seiner Talkshow. Ja. Und hast du die abgemacht? Ich war gerade Krawattenmann des Jahres geworden, hatte keine an. Und hast du die abgemacht? Die habe ich ganz schön in meinem Schrank. Liegt die jetzt ganz exponiert in dem Krawattenfach. Denke ich, das ist meine Frank. Du warst Krawattenmann des Jahres. Ja, ist ein bisschen her. Jetzt ab und einmal noch kurz, wenn wir dich schon da haben. Worauf müssen wir achten im Sommer? Was müssen wir unbedingt haben? Ich würde die Füße machen. Also Füße pflegen würde ich auf jeden Fall. Ich bin gerade geflogen, da war kurz Sommer. Und vor mir steht eine Frau, dachte ich, Heiland, ne?
Hundeschlitten ist auch, aber da würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall gut die Füße machen und kann man so schön, so schnell, weißt du, und du hast schon Fisch so recht. Also würde ich sagen, das ist toll und ansonsten würde ich dieses Jahr Kleider wählen, mal wieder schwingen, auch die, die ein bisschen mehr haben, können ruhig auch mal. Dieses Jahr ist das Jahr der Kleider und ich würde sagen. Darf ich dir mal zeigen, was ich heute angezogen habe? Weil ich habe mich heute wie ein Kind, das in den Kindergarten geht, angezogen. Ich hatte nämlich kein Oberteil für diesen Rock und da habe ich einfach den Rock über ein Kleid angezogen. Genau. Geht das im Sommer? Alles übereinander geht immer, ne? Doppelt hält besser. Genau. Oh Mann. Also ganz ehrlich, von mir aus können wir das jetzt immer ganz sagen, genau so machen. Als das Stück im Wurst auf deinem Schuh, das sah toll aus. Das war auch toll. Ja, toll. Dann machen wir diesen Weg genau weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also von mir aus können wir das jetzt jede Sendung exakt so machen, wie wir das heute Abend gemacht haben. Helene hat mir schon gesagt, für sie okay. Abgemacht. Und Johannes Oerding sind bei uns. Und jetzt geht weiter mit dem Captain's Dinner. Und zwar Michelle Abdullahi fragt Bärbel Schäfer zu Gast dort in einem U-Boot. Und bleiben Sie dran, danach geht es weiter. Und in zwei Wochen sind wir wieder da mit Helene Fischer. Nein, aber wer weiß. Mit allen, vielen Dank an unsere Gäste.